Hallo, willkommen zusammen mit Kike. Heute machen wir Nudeln mit Eier. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. Ich habe 200 Gramm bunter Nudeln. Ihr könnt auch andere nehmen, was ihr möchtet. 4 Eier, Klasse M. Etwas Basilikum, Zwiebel, also Frühlingszwiebel, Petersilie und bunte Paprika habe ich genommen. Salz, Pfeffer kommt auch rein. Das ist ein schnelles Rezept, okay? Gut, tun wir erstmal die Eier rein. 4 Eier. Salz und Pfeffer rein. Die Nudeln sind ja vorgekocht. Bitte mit kochen Salzwasser und mit kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen. So, noch Pfeffer da rein. Jetzt kommt. Gut. So, jetzt tun wir ein bisschen einschlagen die Eier. Fertig. So, geht weiter. Jetzt tun wir Nudeln rein. So, ein bisschen von dem auch. Nicht so viel möchte ich, nicht so viel rein. Erstmal muss ich mal gucken, wie es aussieht. Soll ich noch ein bisschen, gell? So wenig? Ein bisschen mehr. So wenig. Ich mache Basilikum mehr rein. Und Basilikum bitte nicht vergessen. Ich habe vergessen zu sagen, gell? Das riecht schon Basilikum. So, schon fertig. Nehmen wir die Pfanne. 24er Pfanne habe ich da. Das ist für, also wir machen zwei Stück. Für zwei Personen, Murat und ich. Wir sind so allein heute. Mittlere Stufe, bitte nicht so hoch schalten. So. Fertig. Deckel, gut. War das Salz wenig, ne? Vielleicht mache ich noch ein bisschen Salz dabei. Nur den braucht immer mehr Salz. Gut. So, jetzt tun wir es hier rein. Noch ein bisschen für dich. So, fertig. Deckel. Deckel zu. Ich glaube, jede Seite braucht sogar 2 bis 3 Minuten. Wir müssen dann umdrehen. Und wir haben noch den neuen Buch da. Mit neuer, also wie heißt das? Gebundene Ausgabe. Ja, gebundene Ausgabe haben wir jetzt da. Das ist auch schön. Okay, ist auch stark. Dünn, also nicht mehr dünn natürlich. Bis gleich. Gut. Link in der Infobox, ne? Link in der Infobox. Okay. Egal. Die eine Seite ist jetzt fertig. Gucken wir aber trotzdem. Man sieht, es klebt nicht mehr. Einfach nehmen und drehen. Wunderbar. Hat schön geklappt. Nochmal ein bisschen vielleicht Margarine oben rüber. Von außen. So. Gut, fertig. So. Okay, braucht nochmal 2 Minuten, dann sind wir fertig. Bis gleich. Jetzt ist fertig. 2 Minuten ist auch rum. Man kann ja unten mal kontrollieren. So. Man sieht ja, das klebt nicht mehr. So, man stellt rein. So kann man es dann auch servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Nudeln. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.